Sicherheitspolitik und Rüstungsindustrie sind hochpolitisch und hochemotional, das wissen wir alle, denn sie treffen extrem sensible Bereiche unseres Staates. Und dann ist da letztlich noch die Moral. Krieg ist schlecht und das wissen wir alle. Doch das ist es ja letztlich, wofür Produkte der Rüstungsindustrie gedacht sind. Krieg und Gewalt. Also was liegt da näher, als letztlich die Industrie in staatliche Hände zu legen, um die totale Kontrolle zu haben? Das könnte man denken, doch damit Bundeswehr und andere Staaten oder künftig unsere europäische Armee tatsächlich optimal ausgestattet sind und an Lageveränderungen angepasst sind, wie wir sie ständig erleben, benötigt es letztlich auch ständige Innovation. Und das ist diese Innovation, die wir aber aus diesem Wettbewerb der internationalen Rüstungskonzerne erlangen. Und dieser Wettbewerb gewährleistet das letztlich. Und diese treten in öffentlichen Ausschreibungen gegeneinander an. Und daraus pickt sich dann letztlich die Bundeswehr oder die Europäische Armee oder welche auch immer die besten Neuerungen heraus. Und ein staatliches Unternehmen besäß effektiv eine Abnahmegarantie. Denn alles andere wäre am Sinn dieses Staatsunternehmens vorbei. Das heißt, dass es eigentlich keinen Druck oder einen sehr viel verringerten Druck auf Weiterentwicklungen gibt und wir Neuerungen hinterherlaufen. Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein, wenn wir eine moderne europäische Armee wollen. Und genau das war in der Vergangenheit auch immer der Fall, wenn wir Versuche wie diese unternommen haben. Und ja, es ist schlecht, wenn Waffen an Autokratien geliefert werden. Aber das kann schon jetzt jederzeit durch die bestehenden Strukturen unterbunden werden, indem Exporte schlicht untersagt werden. Und staatliche Unternehmen sind eben keine Garantie, dass Waffen in Ländern landen, wo wir sie nicht haben wollen. Wir können das tagtäglich an Staatsunternehmen beobachten, die Entwicklungsländer Waffen liefern, wo sie letztlich für Morde eingesetzt werden. Und es ist auch keineswegs so, dass, wie im Antrag dargestellt, die Rüstungsindustrie einfach in die Reserve geschaltet werden kann. Das ist eine hochkomplexe Industrie, super spezialisiert, und entsprechend dauert es extrem lange, da einfach wieder Steigerungen zu bekommen. Also auch hier ist dieser Antrag einfach falsch. Und ich will damit nicht sagen, dass alles gut läuft. Aber mit dem gestellten Antrag würden wir beispielsweise auch gegen Waffenlieferungen stimmen, wie sie an die Kurden in Nordsyrien erfolgt sind, als sie sich gegen den Morden in IS stellen mussten. Ja? Wir dürften keine Länder unterstützen, in denen wir UN-Stabilisierungsmissionen haben, obwohl gerade dort Unterstützung vonnöten wäre. Und diese Länder müssen wir dabei unterstützen, Sicherheit herzustellen. Und ganz ehrlich, ich bin nicht dazu bereit, tatenlos zuzusehen, wie der IS einen Völkermord an Jesiden verübt, während wir sagen, ja sorry, wir können euch keine Waffen liefern, um euch zu verteidigen. Das halte ich moralisch für höchst verwerflich. Und ja, es ist richtig und wichtig, dass wir auf eine europäische Autonomie hinarbeiten und den Einfluss europäischer Investoren mindern. Aber auch dazu haben wir bereits bestehende Gesetze. Es kann nicht einfach Russland hier ein Rüstungsunternehmen übernehmen, wie das dargestellt wurde. Unsere Rüstungspolitik darf nicht durch nationale Interessen und Industriepolitik bestimmt werden. Und die europäische Perspektive muss im Vordergrund stehen. Aber durch eine Verstaatlichung werden wir genau das eben nicht erreichen. Und deswegen bitte ich euch darum, A15 abzulehnen. Lasst uns wirklich jetzt diese Gelegenheit nutzen und am kommenden Parteitag ein gemeinsames Positionspapier nochmal vorzulegen, in dem wir wirklich die Sicherheits- und Rüstungspolitik progressiv gestalten, und zwar so, dass es am Ende auch mobkonform ist und als Teil eines Gesamtkonzepts ist, das eben auch andere Politikfelder berücksichtigt und keine Einzelposition, die einfach außerhalb von allem steht. Vielen Dank. Das war wirklich eine Punktlandung, daher